All of the above. Could we please take our seats? We want to begin with prayer, but in order to do that, we need to just do a couple of quick announcements. Everybody has a translator. For English, channel number one. Italiano, due. Español, tres. Quatre, francés. Fünf, Deutsch. Did I do it right? Seis, Flans. Sette, portuguese. And I'm not going to even try it. Number eight, Chinese. Once again, number one, English. Due, italiano. Tres, español. Quatre, francés. Fünf, Deutsch. Seis, flan. Sette, portuguese. Chinese, number eight. One thing, please. If you come to speak at the microphone at any time, whether you are a speaker or if you are offering feedback, we ask you please to first say what language I am speaking in, then to say your name. Ich hoffe, dass die deutschen Teilnehmer mich jetzt hören können. Hier ist Pater Andreas. Wenn Sie eine Wortmeldung haben, warten Sie bitte einen Moment und sagen Sie, in welcher Sprache Sie sprechen, dass wir dran Übersetzer Zeit haben, das untereinander abzustimmen. Can we have a check on Portuguese number seven? How is it now? Portuguese number seven. Are you okay? Okay. We would like to begin with prayer. We ask you all. Wir beginnen mit einem Gebet und bitten Sie deswegen alle aufzustehen. Caritas et amor, ubi caritas Deus Thank you.
In your folder is a prayer for the Vincentian. In Ihren Unterlagen ist ein Gebet für die vinzentinische Familie. Schwestern und Brüder, lasst uns beten in unseren eigenen Sprachen. Give us eyes and a heart directed toward the poor. Help us to recognize you in them, in their thirst, their hunger, their loneliness, and their misfortune. Enkindle within our Vincentian family unity, simplicity, humility, and a fire of love that burned in St. Vincent de Paul. Strengthen us so that faithful to the practice of these virtues, we may contemplate you and serve you in the person of the poor, and may one day be united with you and them in your kingdom. Amen. St. Vincent de Paul, pray for us. Ich habe die Freude und die Ehre, Sie heute hier herzlich willkommen zu heißen, jeden von Ihnen. Es ist ein historischer Moment, den wir hier erleben. Und durch Sie, durch alle Mitglieder der Kongregationen, Laienvereinigungen, anderer Gruppen, die vinzentinische Familie bilden und die vinzentinische Bewegung ausmachen. Ich möchte also meine wärmsten Grüße zu allen Zweigen der vinzentinischen Familie schicken. Die heute nicht hier anwesend sein können, aber im Geiste mit uns sind und mit uns verbunden sind durch die sozialen Medien, durch das Internet, durch die verschiedenen Wege der Kommunikation. Die Grüße gehen nicht nur zu den Teilen der vinzentinischen Familie, die bereits zu uns gehören, sondern zu allen Teilen in der Welt, die das vinzentinische Charisma leben und dem Geist des heiligen Vinzenz folgen, die in irgendeiner Weise betroffen und inspiriert sind durch seine Botschaft, seine Lebensweise, und sein Verständnis der Art und Weise, Jesus, dem Evangelisierer der Armen, zu folgen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, einzuladen und damit weiter fortzufahren in verschiedenen Momenten,
weiterhin Zweige einzuladen, weil wir über die Medien die Möglichkeit haben, über Radio und Internet, dass die Botschaft dieser Tagung alle Kongregationen und Laienorganisationen und Gruppen erreicht, die wir noch nicht kennen, von denen wir nicht wissen, dass sie existieren, die die vinzentinische Botschaft und das vinzentinische Charisma in verschiedenen Teilen der Welt leben, in wundervoller Weise. Aber wir, die Offiziellen, das vinzentinische Exekutivkomitee, noch nichts von ihnen wissen. Und ich hoffe, dass wir auf diesem Weg die Möglichkeit haben, dass sie sich bei uns melden. Wir werden sehr glücklich sein, mit ihnen in Verbindung zu kommen. Jede Kongregation, jede Laienvereinigung und alle Menschen, die Sie sind Teil der vinzentinischen Familie und Teil der vinzentinischen Bewegung. Im Augenblick sind wir in der Lage, 116 Zweige der vinzentinischen Familie zu registrieren. Und wir sind präsent in 158 Ländern rund um den Globus. Aufgrund dieser 150 Zweige der vinzentinischen Familie Das Büro der vinzentinischen Familie war in der Lage, 138 verschiedene Zweige zu besuchen, über die ganze Welt verstreut, egal wo ihre Zentralhäuser und Niederlassungen waren. Innerhalb der letzten 2,5 Jahre wurden diese 138 Häuser und Niederlassungen besucht. Während dieser Tagung sind 97 Teile der vinzentinischen Familie anwesend und 201 Mitglieder. Er möchte nun das Exekutivkomitee der vinzentinischen Familie vorstellen, dass diese vinzentinische Familie auf der ganzen Welt repräsentiert und heute auch hier anwesend ist. Ich möchte jedem einzelnen Mitglied des Exekutivkomitees danken, dass sie Jahr für Jahr ihre Zeit opfern und zur Verfügung stellen, zusammenzukommen und so hart während des Jahres als vinzentinische Familie arbeiten, damit die vinzentinische Bewegung sich weiter ausbreiten kann. Die Gründungsmitglieder sind die AIC, die Internationale Vereinigung der Caritas, der erste Zweig der Familie, den der heilige Vinzenz gegründet hat, in Zusammenarbeit mit der heiligen Luise de Marillac. Es sind Vertreter des AIC heute hier vom Exekutivkomitee. Frau Alicia Duner, die internationale Präsident ist und sie vertritt die internationale vinzentinische Familie.
die Töchter der christlichen Liebe. Wir haben zwei Mitglieder im Exekutivkomitee, die Sister Catherine Abel, die Generaloberin, die aber nicht persönlich anwesend sein kann. Aber sie fühlt sich uns verbunden und ist auch im Geiste hier mit uns verbunden. Schwester Françoise Pédit, die hier anwesend ist, eine Tochter der christlichen Liebe und Assistentin der Generaloberin ist. Die internationalen Vinzenzkonferenzen, der Präsident Renato Lima de Oliveira, der Präsident der Vinzenzkonferenzen internationalen, Mr. Ricardo Tavares, der Präsident der Ich repräsentiere die Kongregation der Mission in meiner Aufgabe als Generalsuperior. Und der Generalassistent Gutierrez. Rotierende Mitglieder sind die nordamerikanische Vereinigung der barmherzigen Schwestern, Schwester Grace Herzog, Schwester Ellen Haynes, eine Schwester aus der die Straßburger Föderation, Schwester Maria Theresia Slaby, Generaloberin aus Hildesheim, Schwester Barbara Flatz von den Schwestern, von den barmherzigen Schwestern in Zams. Die Brüder von unserer Mutter der Barmherzigkeit, der Generalsuperior Bruder Laurens Obigo. Aus der gleichen Kongregation Bruder Gutema. Die Gemeinschaft der Vincentiner repräsentiert Vater Sebastian und Pater Anton und Pater Sebastian Matthew. Das ist das Exekutivkomitee der vinzentinischen Familie. Aber wir haben auch noch das Büro der vinzentinischen Familie, wo wir drei Mitglieder haben, drei Personen, die zusammenarbeiten und hart arbeiten, und einige ihrer Ziele mit anderen Vereinigungen ist diese Versammlung zu ermöglichen und zu entwickeln im Augustianum in Rom. Der Koordinator des internationalen Büros der vinzentinischen Familie ist Pater Joe Agostino. Ein weiteres Mitglied des Büros ist Schwester Margret.
und Pater Flavio. Pater Joe Agostino ist der internationale Koordinator des Büros, seit es in Philadelphia im Mai 2015 gegründet worden ist. Seine Aufgabe ist es, die Arbeit des internationalen Büros an den Generalsuperior der Kongregation der Mission zu organisieren, Informationen weiterzugeben und internationale Treffen zu organisieren. Das Büro der Vinzentinische Familie koordinierte unter anderem auch die Festlichkeiten zum 400. Jubiläum des Vinzentinischen Charismas, die heutige Versammlung heraus entstanden ist. Father Joe repräsentiert auch die Hilfsinitiative der Vinzentinischen Familie für Haiti. Vielen Dank an alle. Schönen Nachmittag Ihnen allen. Es ist eine große Freude und ein Privileg für uns drei, dass wir mit Ihnen heute hier sein können. Wie Father Thomas bereits gesagt hat, seit den letzten 2,5 Jahren haben wir die Ehre und das Privileg, so viele von Ihnen in Ihren Heimatländern zu besuchen. Und diese Begegnungen haben uns zutiefst berührt und haben wundervolle Erfahrungen hervorgebracht, wie lebendig unser Charisma ist. Und wir werden mehr darüber morgen noch reden. Ich möchte Ihnen nun etwas mehr die Teammitglieder vorstellen. Schwester Martha ist seit dem Beginn 2015 im Büro der Vinzentinischen Familie. Sie hat eine Reihe von Erfahrungen und Dienste hinter sich, von der Arbeit einer Krankenschwester zum der Seelsorge, und hat in all dem eine tiefe Liebe und Zuneigung zu den Menschen in Armut hervorgebracht. Und sie ist diejenige, die dafür steht, dass all das, was wir tun, immer mit der Frage in Verbindung bleibt: Was hat das mit den Armen zu tun und was können wir für die Armen tun? Wir wollen neue Charismen kreieren, um diese Arbeit weiterhin möglich zu machen. Flavio kommt aus Nicaragua zu uns und kam nach einem Jahr nach Bestehen des Büros zu uns. Er war Provinzial, Ausbildungstrainer. Er war Ökonom in der Gemeinschaft und hat unglaubliche Arbeit in den Missionen geleistet, vor allen Dingen in Guatemala. Er hat soziale Einrichtungen gegründet und auf Wege gebracht, den Armen zu helfen. Wir waren gesegnet, Flavio und seine Gaben
bei uns zu haben als Teil des Teams in Philadelphia. Für alle von Ihnen, die nicht die Möglichkeit hatten, Marge und Flavio persönlich kennenzulernen, nutzen Sie bitte diese Gelegenheit während der Tagung. Ich möchte noch die Aufmerksamkeit auf andere Menschen lenken, die dieses Treffen möglich gemacht haben. Giovanna war eine unglaubliche Hilfe. Es gibt keinen Platz auf dem Planeten, wo wir besser aufgehoben wären als mit ihr heute hier. Wir haben zum ersten Mal ein Livestreaming bei einem solchen Meeting und wir sind zutiefst dankbar Osanam TV, die die Übertragung als Livestream möglich machen, dass Menschen uns live sehen und hören können. Und danke an Renato, dass er diese Möglichkeit eröffnet hat. Es wäre keine Kommunikation möglich ohne das Headset, das Sie haben. Und wir sind sehr dankbar, unsere Übersetzer zu haben, die mit ihrer Arbeit das ermöglichen. Astor, Andreas, Abdul. Jo. Ich danke Ihnen allen für die Übersetzungsarbeit, die Sie tun und bitte herzlich zu applaudieren. Wie Father Thomas erwähnt hat, ist das ein historischer Moment. Und es ist die Frucht, was 2017 begann, als wir in Rom zusammenkamen, um das Symposium zu Ehren des 400-jährigen Bestehens unseres Charismas zu feiern. Während dieses großen Events haben wir so viele Dinge gelernt darüber, wer wir sind und was wir hoffen zu sein. Und wir sind in der Lage, die vielfältigen Früchte zu sehen, die der Heilige Geist mitten unter uns eingepflanzt hat. Und sehen erste Möglichkeiten, das zu tun. Um uns eine Erinnerungshilfe zu geben, was passiert ist, haben wir ein Buch veröffentlicht. Und dieses Buch beinhaltet neben einigen wirklich interessanten Fotos alle Vorträge in den verschiedenen Sprachen, die wir im Symposium benutzt haben, sind vertreten in 6 Sprachen sind die Vorträge publiziert. Wir haben Kopien des Buches in all diesen 6 offiziellen Sprachen der Versammlung. In ihrem Namensanhänger ist hinter dem Namensschild, ein Schild mit Ihrem Namen und der Organisation, die Sie repräsentieren. Die Bücher gibt es im Büro, im Eingangsbereich. Mit dieser Karte in Ihrem Namensschild können Sie ein Buch mitnehmen, dass ein Geschenk des Generalsuperiors, ein Exemplar pro Karte in der Sprache, die Sie mitnehmen möchten. Es ist keine Möglichkeit, die Bücher käuflich zu erwerben, hier heute. Und die generischen Informationen gibt es zu morden und wir hoffen, dass Sie diese Möglichkeit nutzen, dieses Geschenk zu nutzen, und die Möglichkeit zu haben, die Früchte des Symposiums
für sich und ihre Gemeinschaften und Häuser zu lesen und später dann auch mehr dieser Bücher zu kaufen. Meine Schwestern und Brüder, das ist wirklich eine Zeit der Hoffnung für uns. Es ist eine Zeit, in der wir hoffen, dass Zusammenarbeit uns weiterbringt. Um nicht nur einen Namen darzustellen, sondern wirklich tätig zu werden für die vincentinische Familie. Wir haben versucht, so viel Papier wie möglich zu sparen, und deswegen sind alle von Ihnen eingeladen worden, auf Ihre Endgeräte, Handys und andere Geräte die App herunterzuladen. Und auf dieser App finden Sie alle Informationen, wenn Sie bisher nicht in der Lage waren, die App herunterzuladen, wird Sister March Ihnen dabei behilflich sein. Es gab ein paar Probleme. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Dinge lenken. Wenn Sie auf den Knopf in der Ecke gehen, der sagt mehr, werden Sie die Sprachen sehen und zwei Kategorien. Eine sagt Feedback, Rückmeldungen, und die andere ist Galerie. Wir möchten Sie einladen, Ihre Gedanken, Ideen uns mitzuteilen und so die 5 Tage fruchtbar zu werden. Schreiben Sie es bitte in die Spalte Feedback, dass alle daran teilhaben können. Morgen werden wir Arbeit in kleinen Gruppen tun. Die kleinen Arbeitsgruppen, die Gruppenarbeiten werden morgen mit diesem Feedback-Option arbeiten. Sie können in der Galerie Fotos hochladen, die Bilder, die Sie gemacht haben, können Sie uns darüber alle zur Verfügung stellen. Und noch einmal, wenn Sie Probleme mit der App haben, lassen Sie uns das bitte wissen. Vater Thomas und ich haben Ihnen einige Leute vorgestellt. Wir möchten Sie nun einladen, die Menschen um Sie herum vorzustellen, und nehmen Sie sich dafür 5 Minuten Zeit, ganz besonders, wenn dort Menschen sind, die Sie nicht kennen.
Good afternoon. So if we can come back. Wir möchten Sie einladen, zurückzukommen, Ihre Plätze einzunehmen. Ist es nicht wundervoll, dass wir uns treffen können und entdecken können, dass wir keine Fremden sind, sondern zu einer Familie gehören? Es ist mir eine Freude und eine große Ehre, Sister Mary McCormick dient seit 62 Jahren in der Gemeinschaft der Töchter der christlichen Liebe in New York in verschiedenen Zweigen. Ihre Gemeinschaft ist in New York niedergelassen und sie ist augenblicklich verantwortlich für die Berufungspastoral und gibt Exerzitienkurse zum Thema vinzentinische Spiritualität. Es besteht für Sie natürlich die Möglichkeit, Sie hier kennenzulernen und eventuell über die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen, vinzentinische Exerzitienkurse in Ihrem Teil der Welt abzuhalten. Herzlich willkommen, Schwester Mary. Guten Abend oder guten Tag. Es ist mir eine große Freude, mit Ihnen heute und die nächsten Tage zusammen zu sein. Ich möchte den Überblick beginnen mit einem Zitat, das Papst Franziskus zu uns gesagt hat, als wir diese Tage zusammen begonnen haben. Und das hat er, Folgendes hat er gesagt: Was ich weiß, ist, dass Gott Geschichten schreibt in seiner Barmherzigkeit, benutzt er unsere Triumphe und Niederlagen und webt wunderbare Teppiche, die voller Widersprüche sind. Die Rückseiten der Teppiche sehen chaotisch aus, und das ist das, was wir sehen. Das ist die Seite, auf die wir achten und die wir sehen, wenn wir voller Zweifel sind. Aber die Vorderseite des Teppichs zeigt eine wundervolle Geschichte, und das ist die Seite, die Gott sieht. Die Einladung an uns ist klar, unsere Zeit in dieser Woche zu nutzen, Geschichte zu schreiben, neue Geschichten zu erzählen, die Teil des Teppichs sind, den Gott jetzt webt für unsere Zukunft. Leiter in der vinzentinischen Familie. Manchmal sehen Sie nur die Rückseite des Teppichs mit all den Zweifeln und Ängsten. Und manchmal sind Sie entmutigt von diesem Blick. Aber in dieser Woche möchte Gott, dass wir auf die schöne Seite des Teppichs schauen und wahrnehmen, welche hervorragende und faszinierende Geschichte Gott sieht. Die Geschichte einer 400-jährigen Bewegung, dass wir sehen, wo wir herkommen und uns entscheiden, wo wir hingehen.
Was werden die Geschichten sein, die wir diese Woche jedem Einzelnen von uns erzählen? Heute wird Father Robert Meloni uns einen Überblick über die vincentinische Familie geben, einen Überblick über die Geschichte, aus der wir entstanden sind. Und Father Thomas wird uns herausfordern mit seinem Vortrag, wie wir weiter nach vorne gehen können. Morgen früh Joe Agostino und seine Mitglieder des Komitees werden einige aktuelle Aktivitäten der vincentinischen Familie weltweit präsentieren. Am Nachmittag wird es zwei Filme geben vom Jubiläumsjahr, gefolgt von einer Präsentation über Obdachlosigkeit von Mark McGreevy. Sie werden begleitet von einer Gruppe von drei Menschen, die ihre eigenen Erfahrungen in diesem Bereich schildern. Am Freitag werden wir die Zeit nutzen, um das Charisma und unsere Berufung zu entdecken und darüber nachzudenken. Wir werden von Möglichkeiten hören, wie wir heute junge Menschen erreichen können. Und Informationen über die vincentinische Berufungsinitiative für die Zukunft. Am Freitagnachmittag werden wir von der Arbeitsgruppe hören, die daran gearbeitet hat, wie das vincentinische Charisma von der Kongregation der Mission und den Barmherzigen Schwestern zu Laienorganisationen weitergetragen werden kann, dass wir zukunftsfähig bleiben. Am Ende des Tages wird es weitere Berichte über das Büro der vincentinischen Familie geben, über die Arbeit der vincentinischen Familie. Am Samstag werden wir das Herz, das Kernstück des Treffens erreichen. Am Morgen wird es einen Vortrag von Leuten geben, die ihre Leidenschaft für den Dienst an den Armen geben. Am Nachmittag wird es den Vortrag einer barmherzigen Schwester geben, einen Schlüsselvortrag, in dem wir eingeladen werden, unseren eigenen Teppich zu weben und uns für die Zukunft herauszufordern. Wir werden einen Vortrag hören über die Spenden und den Fonds zur Finanzierung, um diese Arbeit weiterhin möglich zu machen, wie wir Spenden generieren können. Am Sonntag werden wir Zeit mit der Frage verbringen, was haben wir gehört und was muss getan werden. Schwester Blandine Klein wird zusammenfassen und moderieren, was die Tage für uns gebracht haben. Wir werden eine Abschlussmesse zusammen haben. Zusätzlich zu all den Informationen, die wir von Sprecherinnen und Sprechern, Teilnehmern haben, werden wir die Möglichkeit haben, wie wir von Vater Joe gehört haben, während der verschiedenen Treffen die Möglichkeit zu nutzen, miteinander im Einzelnen zu reden. In den Pausen morgens und nachmittags wird es die Möglichkeit geben,
für informelle Treffen und Beziehungen neu zu knüpfen oder aufzufrischen. So, wir möchten Sie wirklich einladen, diese gnadenvollen Tage zu nutzen, außerhalb Ihrer persönlichen Wohlfühlzone zu kommen und andere Menschen kennenzulernen, die aus anderen Teilen der Welt kommen. Nutzen Sie die Chance, Neues kennenzulernen. Beten wir für, dass wir den Mut haben, die neuen Geschichten zu sehen, die Gott uns präsentiert, und den Teppich weiterzuweben, auf dem Gott uns ermutigt, jeden Schritt zu tun in eine Zukunft, in der wir Menschen dienen können. Ist mir nun eine Freude, Pater Robert Meloni willkommen zu heißen, zu begrüßen. Er war der Generalsuperior der Kongregation der Mission der Vinzentiner. Er lebt augenblicklich in Philadelphia in den Vereinigten Staaten und arbeitet für ein Projekt, ein Traumprojekt der Barmherzigen Schwestern und der Gemeinschaft St. Egidio, das der Bekämpfung von AIDS gewidmet ist. Er ist ein leidenschaftlicher Autor und hat 9 Bücher veröffentlicht. Den Robert Meloni arbeitet zusätzlich als Co-Autor für die Gruppe der Autoren, die sich mit einem systemischen Wandel beschäftigen. Bob, ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen, und wir sind froh, von dir zu hören über unsere Wurzeln und die Entstehung der vinzentinischen Familie. Thank you for this wonderful opportunity. Ich danke Ihnen für diese wundervolle Möglichkeit, mit Ihnen allen hier zu sein, Leiter und Leiterinnen aus der vinzentinischen Familie weltweit. Ich bin begeistert, dass wir alle zusammengekommen sind, und bin froh, dass ich diese Gedanken mit Ihnen teilen kann und auch Ihre Ideen hören kann. Ich habe eine kleine PowerPoint-Präsentation, die wir gemeinsam sehen werden. Der heilige Vinzenz war ein weiser Mann, der im 17. Jahrhundert und wird ihm bezeichnet als der weiseste Mann seiner Zeit. Unzählige Menschen kamen zu ihm, um seinen Rat zu hören. Königin Anne erwählte ihn, ein Mitglied ihres Rates zu sein. Dieser Rat gab der Regierung Ratschläge über religiöse Fragen.
alle Briefe und Konferenzen von Vinzenz zeigen, welche tiefe Liebe zu den Menschen er hatte. Und um einen Ausspruch von Papst Franziskus zu nutzen, hieß seine faszinierende Vorsehung. Diese Liebe zur Vorsehung, eben als er die Familie gegründet hat, war revolutionär für seine Zeit. Die vinzentinische, die Familie beinhaltet Laien, Männer und Frauen, Priester, Brüder und Schwestern, Junge und Alte, gut ausgebildete und Analphabeten, Reiche und Arme. Vinzenz sah für sich selber 1617 als das Jahr, als alles begann. Und vom Beginn an sah er seine Gründung, seine Familie als eine Zusammenarbeit, eine kollaborative. Vinzenz verlangte es danach, was andere bereits getan haben, aber was sie nicht geschafft hatten. Mit einer unglaublichen Kreativität für die Nöte der Menschen gründete er die Brüderschaften der christlichen Liebe, die Kongregation der Mission und die Töchter der christlichen Liebe. Mit der Hilfe von vielen anderen, von 1617 an, hat er mit der Hilfe vor allem von Louise de Marillac eine großartige Arbeit geleistet. Alles, was in dieser Zeit geschah, war absolut revolutionär und es war die erste Zeit in der Geschichte, dass Schwestern von Klosterkonventen auf die Straßen der Stadt gingen, in Krankenhäuser und Schulen. Das war absolut revolutionär und neu zur Zeit des heiligen Vinzenz. Er bedrängte förmlich die Vinzenz-Konferenzen mit den Schwestern und den Vinzentinern zusammenzuarbeiten. Die Caritas-Frauen drängte er dazu, zusammenzuarbeiten. Und im Gegenzug auch die Mitbrüder und die barmherzigen Schwestern drängte er zu dieser Zusammenarbeit. In einer Konferenz 1658 drängte er die Mitglieder zur Zusammenarbeit. Er sagte in einer Konferenz, wer die Orgel spielt, spielt die Orgel nicht für sich selbst. Er braucht jemanden, der den Blasebalg betätigt. Die zweite Person spielt die Orgel nicht, aber indem er den Luftzug in die Orgel ermöglicht er die Harmonie und das Spielen. Und ohne die Hilfe dieses zweiten Mannes würde der Musiker seine Finger umsonst bewegen und könnte nichts tun. Das ist sein Bild, wie diese Zusammenarbeit harmonisch funktionieren soll. Die Mitglieder der vinzentinischen Familie leben ihre Charismen nicht als eigenständige Helden, isolierte Männer, sondern als Brüder und Schwestern, die ihre Energien kanalisieren, ihre Gebete gemeinsam nutzen, ihre gemeinsame Kreativität nutzen, um den Armen zu dienen. Es war von Anfang an der Schlüssel zur vinzentinischen Familie die Zusammenarbeit. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben der außergewöhnlichen Zusammenarbeit, die in Vinzenz Zeit bereits geschehen ist. 1639 hat Vinzenz damit begonnen,
Hilfsorganisationen zu organisieren, um die schrecklichen Folgen des Krieges und der Plagen und Hungersnöte für die Menschen zu mildern. Vinzenz, war es möglich, eine unglaubliche Hilfsaktion für die Region von Lothringen zu organisieren? Ein Gegenwert heute, in dem man rechnet von über 60 Millionen Dollar. Manchmal war es Bargeld, andererseits Nahrungsmittel und andere Dinge. Er schafft es sogar, Autoritäten für die Hilfe zu begeistern, und König Louis der 13. spendete allein 1.800.000 Dollar. Während dieser Periode traf sich Vinzenz wöchentlich mit den barmherzigen Schwestern und zweimal in der Woche mit den Vinzentinern. Und in den letzten Jahren seines Lebens traf er sich jede Woche mit den Damen der Caritas. So er vernetzte diese Gruppen sehr eng miteinander. Er gab einen monatlichen Bericht heraus, um die Härten des Krieges herauszustellen und ständig um Hilfe zu bitten. Einer seiner Assistenten, Bruder Matthew Rignard, machte 53 Reisen zwischen den Fronten, um Gelb in die Kriegszone zu bringen, und hatte jedes Mal mehr als 1 Million bei sich. Auf der Rückkehr von seinen Reisen brachte er jedes Mal Obdachlose mit sich, die Vinzenz in Paris aufnahm und ihnen half. Ein anderer Bruder, Jean Parr, arbeitete eng mit Vinzenz zusammen in den letzten 4 Jahren seines Lebens. Und zu Jean Part. Vinzenz schrieb ihm in den letzten 4 Jahren seines Lebens jeden Dienstag einen Brief. Mehr als 200 Briefe im Ganzen. Er drängte ihn förmlich in Städte zu gehen, die vom Krieg betroffen war, um Bruderschaften der Nächstenliebe zu gründen, mit den Schwestern, den barmherzigen Schwestern zusammenzuarbeiten und das Arbeitsfeld für die Vinzentiner vorzubereiten. Diese Zusammenarbeit ist eine der größten in der vinzentinischen Familie, aber auch unbekannt. Zu Lebzeiten von Vinzenz wurde die vinzentinische Familie international, breitete sich aus nach Italien, Polen, England, Irland, Algerien und Madagaskar. Im Jahr 1699 gab es die vinzentinische Familie in China. Im Jahr 1700 wurden andere Frauengemeinschaften von den barmherzigen Schwestern inspiriert und brachten Früchte. Und dadurch wurden die Idee der barmherzigen Schwestern, die von Vinzenz und Luise gegründet wurde, in die ganze Welt hineingebracht, weil sich andere ein Beispiel an dieser Kollaboration, an dieser Zusammenarbeit nehmen, was unglaublich ist. Das ist der Start. Dann gab es eine Zwischenperiode. Während der Französischen Revolution erlitt die Familie eine Zerstreuung und einen großen Rückgang in den Mitgliederzahlen. Aber nach der Revolution hatten wir ein erstaunliches Wachstum in der Gemeinschaft. Katharina Labourés Visionen der Gottesmutter und die Vereinigung der wundertätigen Medaille
wurde durch ihre Vision geboren und brachte Hunderte von Mitgliedern und Tausende von Mitgliedern hervor. Die Kinder Mariens entstanden daraus. 1833 gründete Frederik Ozanam mit seinen Gefolgsleuten die Vinzenz-Konferenz, die zu seinen Lebzeiten bereits international war. Und heute haben die Vinzenz-Konferenzen mehr als 750.000 Mitglieder in 156 Ländern. In der gleichen Zeit kann man sagen, als Ergebnis durch die Ergebnisse die Auswirkungen der Französischen Revolution gab es eine unglaubliche Ausbreitung in Europa, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in den Vereinigten Staaten, Zentral- und Südamerika, auch nach Afrika und Asien. Aber durch diese großen Gruppen gab es auch eine Tendenz, die Zusammenarbeit zu vernachlässigen, weil jeder seine Muskeln spielen ließ und sich selbst als am wichtigsten erachtete, die Autonomie wichtiger war als die Zusammenarbeit und so der Sinn für die Zusammenarbeit verloren ging. Wir haben den Start gehört, die Zwischenperiode und nun die nächste Periode eines neu erwachsenen Bewusstseins der Kollaboration, der Zusammenarbeit. 1994, während ich Mexiko besucht habe, war ich sehr beeindruckt, wie vielfältig und lebendig dort die vincentinische Familie war. Am Beginn meines Besuchs hatten wir eine große Messe, eine Open-Air-Messe in Mexico City, wo über 1000 Teilnehmer kamen, Vincentiner, Schwestern, Mitglieder der Vinzenz-Konferenzen, AEC, der Vereinigung der Wintertätigen Medaille und der und die Gruppe war wirklich daran interessiert, zusammenzukommen. Ein paar Tage später hatten wir eine große Zusammenkunft im Provinzhaus der Barmherzigen Schwestern. Dieselben Gruppen waren zusammen und es waren dort Zweige der vincentinischen Familie, die ich nicht kannte, nie von ihnen gehört hatte. An einem anderen Tag reisten wir zur Basilika unserer Mutter von Guadeloupe und ich dachte, es ist ein einfacher Tag mit nur ein paar Menschen. Die Menschenmenge in der Basilika war riesig und ich konnte meine Begeisterung gar nicht fassen, wie viele Mitglieder der vincentinischen Familie dort waren. Nach meinem Besuch in Mexiko habe ich über diese Erfahrung der Vitalität und der Lebendigkeit der vincentinischen Familie in Mexiko nachgedacht und ich habe mich selbst gefragt, kann diese Art der Zusammenarbeit nicht überall möglich sein? Und
Ich sagte mir selbst, der Generalsuperior der Vinzentiner und die Generaloberin der barmherzigen Schwestern treffen sich oft. Aber soweit wie ich weiß, die Leiter aller anderen Mitglieder der vinzentinischen Familie kommen niemals zusammen. Niemals. Sind sie daran interessiert? Ich fragte mich das selbst. Als eine große Familie, dachte ich, können wir einen riesigen Beitrag und ein riesiges Werk an guten Dingen tun, wenn wir dichter zusammenarbeiten und uns besser kennen würden. Als ich zurück nach Rom kam, machte ich die Entscheidung, die Leiter der internationalen Zweige einzuladen, nach Paris einzuladen. Es war mir klar, dass die Einladung freiwillig sein wird, weil jeder einzelne Zweig seinen juristische Eigenständigkeit hat, in anderen Worten, keine formale, legale Einheit, sondern eine vinzentinische Familie. Ich begann zusammen mit der Joanna Elisano, der Generaloberin der Barmherzigen Schwestern, der Präsidentin des AIC, des Präsidenten der Vinzenzkonferenzen, und alle stimmten zu. Am 3. Juni 1995 versammelten wir uns das erste Mal in Paris. Jeder Teilnehmer brachte einen weiteren Teilnehmer, vielleicht aus Sicherheitsgründen. Jeder war schien interessiert, aber auch sehr vorsichtig, und jeder war auf seine Eigenständigkeit bedacht. Das Ziel dieses Treffens war, lässt sich zusammenfassen in den Worten: Was sind unsere Ziele, unsere gemeinsamen Ziele, unsere Identität als verschiedene Zweige, und wie können wir besser und effektiver zusammenarbeiten miteinander in einer Welt, in der wir dazu berufen sind, den Armen zu dienen? In der Vorbereitung hatte ich ein Treffen mit Johannes Paul II. und er fragte, gibt es einen Grund, warum Sie zu mir kommen? Und ich sagte ihm, nein, es ist kein Problem, wir wollen Sie nur über die Zusammenarbeit der vinzentinischen Familie informieren. Und der Papst sagte, das freut mich, mein Vater war ein Mitglied der Vinzenzkonferenzen. Fünf Resultate kamen aus diesem ersten Treffen, und ich glaube, dass sie bis heute wichtig sind. Die Leitung der vier Zweige treffen sich regelmäßig, was sie bis heute in Paris tun. Aber nicht mehr in Paris, aber sie treffen sich regelmäßig, und sie laden auch andere Mitglieder der vinzentinischen Familie ein, zu diesem Treffen zu kommen. Und dieses Treffen hier ist eine Frucht dieses jährlichen Treffens. Es ergeht die Einladung an andere Zweige der vinzentinischen Familie, sich gegenseitig auf den Generalversammlungen zu besuchen und auf Treffen auf internationaler Ebene. Drittens, wir haben einen Tag ausgerufen des Gebetes für die weltweite vinzentinische Familie. Um den 27. September herum
mit einem Thema, Texten und Gebetsanliegen, für die es zu beten gilt. Viertens, wir haben Wege diskutiert, aufeinander auf Notfälle und Hilferufe zu reagieren, zum Beispiel Ruanda und später Haiti. Wir haben für einige auf einige Katastrophen antworten können. Fünftens, wir haben ermutigt, die Möglichkeit zu ergreifen, in verschiedenen Ländern Tage der vincentinischen Familientag zu etablieren und so die wechselseitige Zusammenarbeit und das gegenseitige Wissen über die verschiedenen Zweige der vincentinischen Familie zu fördern. So, diese fünf Zusammenfassungen haben eine Menge Früchte gebracht, wie wir heute sehen, weil so viele von uns sich jetzt untereinander kennen. Schwester Betty Ann McNeil veröffentlichte als Frucht auch dieses Treffens ein Buch mit dem Titel Der vincentinische Familienbaum, und ihre Studien haben uns bewusst gemacht, dass seit dem Jahr 1617 304 Institute, Gruppen, Assoziationen, Laiengruppen, Kongregationen aus dem vincentinischen Charisma geboren wurden, was wir heute nennen. Einige gibt es immer noch, andere sind wieder verschwunden. Heute sind wir mit mehr als 100 Zweigen aktiv und 2 Millionen Mitglieder sind in mehr als 156 Ländern aktiv. Um die vincentinische Familie zu beschreiben, ist eine freiwillige Zusammenkunft von internationalen religiösen Organisationen, Kongregationen, Laiengruppen, die dem Charisma des heiligen Vinzenz im Dienst an den Armen folgen. Schwester Betty Ann McNeil nannte folgende Kriterien, um uns zu identifizieren, um die Gruppen, die zu uns zu gehören, zu identifizieren. Diese Kriterien sind, die Gruppen sind gegründet durch den heiligen Vinzenz, persönlich. Zweitens, die vom heiligen Vinzenz inspiriert sind. So, diese 97 verschiedenen Organisationen sind von heiligem Vinzenz inspiriert. Die dritte Möglichkeit ist, dass sie den Regeln des heiligen Vinzenz folgen oder diese adaptiert haben. Viele Laienorganisationen haben heute Regeln, die sehr ähnlich sind denen der Vinzenz-Konferenzen oder der Konferenzen zu Vinzenz-Zeiten. Sie unterscheiden sich ein wenig von Ort zu Ort, aber sind auch durch den heiligen Vinzenz und seine Regel inspiriert.
oder schlussendlich, dass sie den heiligen Vinzenz als ihren Schutzpatron proklamieren oder als Patron, als Heiligen für ihre Arbeit mit den Armen. Am Ende des Überblicks über die Geschichte möchte ich ein Wort sagen noch über die, über das Wachstum des Bewusstseins in den letzten 25 Jahren, dass wir eine weltweite vinzenzinische Familie sind. Seit vor 25 Jahren, als ich Mexiko besucht hatte, hat sich die vinzenzinische Familie unglaublich weiterentwickelt zu dem, was wir heute sind. Es gibt einige Strukturen in der Familie, die bereits beschrieben wurden. Das internationale Exekutivkomitee, das sich regelmäßig trifft. Es gibt ein Komitee, das sich für Katastrophen, für die Abhilfe und die schnelle Reaktion auf Katastrophen trifft. Ich habe die Vergangenheit beschrieben, aber heute dieses Treffen sollte dazu dienen, über die Zukunft zu reden. So, ich möchte Sie einladen, sich etwas zurückzulehnen und auf ein Lied zu hören. Ungefähr 3 Minuten und es in Ihrem eigenen Kopf zu formulieren oder auf einem kleinen Blatt Papier 3 Stichworte zu formulieren, welche Träume Sie für die vinzenzinische Familie haben. Ich werde Ihnen danach 10 meiner Ideen, meiner Träume erklären und hoffentlich werden wir einige Übereinstimmungen haben. So nehmen Sie sich die Zeit, niederzuschreiben, 3 Stichworte, welche Träume habe ich für die vinzenzinische Familie in den nächsten 10 Jahren? Don't hear our music. Let's see. There we go. This is a song from the film Mission. You may recognize it. The past is always a present. Die Vergangenheit ist immer nur ein Präludium, ein Vorspiel für die Zukunft.
Das Vertrauen des heiligen Vinzenz in die Vorsehung sollte uns inspirieren, in die Zukunft zu schauen. Papst Franziskus hat auf seinem Treffen für die Amazonas-Konferenz gesagt, Vorsehung ist keine Unentschlossenheit, es ist keine defensive Verhaltensweise, es ist die Tugend eines Leiters, einer pastoralen